Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Die meisten haben ja im Kopf, wenn man arbeitslos wird und jetzt keinen neuen Job, oh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja? Das ist eigentlich, habe ich in der Pause schon gesagt, alles, was Sie in, wie soll ich sagen, unüberlegt und in Hektik machen, kostet Sie meistens richtig, richtig viel Geld. Ja? Was ich schon Gott sei Dank noch nie erlebt habe, was man zum Beispiel machen kann, man kann ja auch sagen, okay, wir vermieten das Objekt. Ja? Suchen uns jetzt erstmal für, keine Ahnung, für Übergangszeit eben eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja? Das ist ätzend, wenn man von 150 Quadratmeter kommt und sagt, ich muss jetzt mit 50 auskommen. Aber zur Not geht das. Ja? Und das ist meistens der bessere und billigere Weg, als zu sagen, das Ding geht jetzt in die Zwangsversteigerung. Das ist auch bei vielen so im Kopf, so nach dem Motto, wenn ich kein Einkommen mehr habe, meine Raten nicht mehr zahlen kann, dann geht das in die Zwangsversteigerung. Ist aber aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig. Wenn man da rechtzeitig mit der Bank spricht und auch eine vernünftige Bank hat, mit der man auch vernünftig sprechen kann, dann tut das nicht Not. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!